war auch so ein Schießpulvergeruch in der Luft. Ich kannte das nicht, weil ich mit dem Schießen und dem Ganzen überhaupt nichts zu tun hatte vorher. Ich habe dann nur die Lehrerin gesehen, wie Blut aus dem Kopf strömt und dachte mir, das kann nicht sein. Das ist ein Film und ich bin an einer ganz falschen Stelle jetzt. Meine Mutter hat danach zu mir gesagt, wir waren auch im Krieg und haben es überlebt. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, Krieg hat die ganze Nation betroffen. Wir waren rausgelöst aus einer Normalität, drei Straßen weiter, war normales Leben, in Anführungsstrichen normales Leben. Um uns drumherum war ein Zaun gemacht und bei uns war Krieg und aber auch in den Köpfen. Die Belastung ist immens groß gewesen. Also ich habe ja viele Katastrophenereignisse bei Menschen verfolgt und dieses Ereignis in Erfurt ist eins der schlimmsten, was ich überhaupt erlebt habe. Lebe heute noch mit Panikattacken, mit Flashbacks, mit Albträumen, schwere Schlafstörungen. Es war einfach so in dem Moment, dass eine schützende Hand über mir war und gesagt hat, nein, du noch nicht. Ich vergleiche es eigentlich mit jemandem, der ein Bein verliert oder einen Arm verliert. Das ist in dem Moment, wenn man den Schmerz hat, ist er enorm. Und dann ist irgendwann die Frage, die man sich, also im Nachgang betrachtet, die man sich stellt, will ich wieder ins Leben und lebe ich wieder? Oder verliere ich mich über das, was ich erlebt habe? Das Leben geht weiter, das klingt so einfach. Vor 10 Jahren entstand das, was griechisch Trauma heißt, die Wunde in der Seele. Vorher gab es eine solche Tat nicht in Deutschland. Klar, in Amerika, Columbine High School, das war schrecklich. Aber hier bei uns nebenan? Erfurt war das erste Mal in Deutschland das damals größte Schulmassaker der Welt. 12 Lehrer, 2 Schüler, eine Sekretärin, ein Polizist und der Täter sind tot. Und die anderen? Die tragen diese Last durchs Leben. Wie halten sie das aus? In welche Bahn hat der Tag im April ihr Leben gelenkt? Was ist aus denen geworden, die überlebten? Wie hat das alles angefangen, an diesem Freitag im April, dem 26. vor 10 Jahren? Das Wetter ist morgens noch ganz schön. Frühling liegt in der Luft. Im Gutenberg-Gymnasium ist es still, ungewöhnlich still. Überall hängen Zettel, bitte Ruhe. Die 12. schreibt Abitur. Ich habe Abi geschrieben, das war die 3. schriftliche Prüfung, Grundkurs Biologie. Und tja, kurz nach 11 knallt es. Ich hatte dort Aufsicht bis kurz vor 10:45, dann wurde ich abgelöst. Denn ich hatte ja auch meine Physikprüflinge, die ich beaufsichtigen muss und auch ein bisschen, naja, zur Seite stehen wollte. Sonst blöd, wenn jemand Prüfung schreibt und der Fachlehrer ist nicht in der Nähe. Einfach als moralische Stütze drin zu sein. Und dann wurde ich dort abgelöst und bin danach in die Matheprüfung hochgegangen, wo ich dann blieb. Es war ein Freitag nach Plan. Wir saßen im Unterricht, haben sehnsüchtig auf die große Pause gewartet. Und als es dann soweit war, sind wir dann raus. Und dann nahm das alles seinen Lauf. Ich habe an dem Freitag ganz normal in meinem Büro gesessen. Und habe dann irgendwann, zeitlich kann ich es nicht mehr einsortieren, erste Anrufe bekommen. Hast du was gehört? Was ist denn los an Gutenberg? Und ich habe die zuerst so einfach abgetan. Und nachdem ich die Schwester von Birgit, ich glaube das zweite oder das dritte Mal angerufen hat, dass sie jetzt gehört hat, dass da Schüsse gefallen sind,
habe ich mein Zeug gepackt und bin dann rübergelaufen. Er sprach mich direkt an, ob die Schulleiterin zu sprechen wäre. Ich habe ihm die Frage beantwortet, indem ich gesagt habe, die Schulleiterin ist da, aber ob sie jetzt für dich zu sprechen ist, glaube ich nicht, da ja die Prüfungen laufen. Schon seit Monaten hatte der 19-Jährige am Schießstand für diesen Tag trainiert. Es sollte ein martialischer Auftritt werden, der ganz große Showdown im Leben eines verirrten jungen Mannes. Sein Name ist in den vergangenen 10 Jahren oft genug genannt worden. Wir haben uns für diese Dokumentation ganz bewusst entschieden, dies nicht zu tun. Und sind damit auf einer Linie mit dem renommiertesten Trauma-Experten Deutschlands. Georg Pieper kennt sich aus mit den verletzten Seelen. Diese Schüler oder diese Jugendlichen, die haben ja immer so etwas sehr Desperates und sie wollen in die Öffentlichkeit. Und schon wenn der Name genannt wird, ist das, kann das schon wieder eine Reklame sein oder ein Anreiz sein für andere Jugendliche, auch so etwas zu machen. Dann komme ich groß in die Medien. Der Name wird immer genannt. Ja? Und das können wir zumindest dadurch schon mal unterbinden. Ein paar Monate vorher war er von der Schule verwiesen worden, wegen schlechter Leistungen und gefälschter Krankenscheine. So stand er am Tag der Abiturprüfung ohne Abschluss und ohne Perspektive vor der Tür, bis an die Zähne bewaffnet. Er hatte es auf die Lehrer abgesehen. Er kam aus ihrer Mitte und wendete sich gegen sie. Er wurde vom Freund zum Feind. Wir haben alle so bestimmte Grundvorstellungen vom Leben und davon, wie wir in dieser Welt zurechtkommen. Und eine dieser Grundvorstellungen ist die, ich kann anderen Menschen trauen. Und dieses Vertrauen in andere Menschen wird eben durch eine solche Tat entweder sehr schwer erschüttert oder sogar zerstört bei Menschen. Und sie zweifeln danach sehr daran, wem können sie eigentlich noch vertrauen, weil gerade in diesem Fall in Erfurt viele den Täter ja auch kannten. Und sie ihm das nicht zugetraut hätten. Der Schüler Pascal Mauf geht mit dem Täter in einen Kurs. Mathelehrer Lutz Pockel unterrichtet ihn. Was am 26. April 2002 passiert, verändert ihr Leben. Kurz nach 11 knallt es. Vorher haben wir laute Geräusche im Schulhaus gehört. Natürlich nicht an irgendwas Schlimmes gedacht. Bauarbeiten, das ist das, woran auch viele gedacht haben. Ich habe gedacht, okay, es fallen Schränke um, nicht weiter drüber nachgedacht, versucht weiterzuschreiben. Unterbewusst war es aber da, es kann ja eigentlich nicht sein, denn wenn Abi ist, ist das ganze Schulhaus ruhig und die Lehrer halten auch die Schüler an, dass die versuchen, ein bisschen ruhiger zu sein. Und dann ist eine Lehrerin zur Tür, um zu schauen, was ist da los, denn die Geräusche wurden lauter. Und genau in dem Moment stand er vor der Tür und hat sie erschossen. Eine Viertelstunde vorher noch und Lutz Pockel wäre an ihrer Stelle gewesen. Heidemarie Sicker hatte ihn abgelöst. Eine Etage weiter oben beaufsichtigt Lutz Pockel jetzt eine andere Prüfung und hört die Schüsse. Es knallte weiter im Haus, für mich gefühlt unendlich lang. Ich hatte also nicht das Gefühl, dass das nur eine Viertelstunde ging, diese ganze Geschichte. Und immer wieder zum Fenster geguckt, wegrennende Leute und ganz große Augen, die habe ich sogar von oben gesehen, als dass die Leute völlig entsetzt dastanden. Und ich wusste gar nichts da oben eigentlich, was los ist. Dann habe ich die Schulleitung angerufen, das Sekretariat angerufen, da war die Schulleiterin selbst dran und erfuhr dann eben, dass ich warten soll und zuschließen soll und aufs SEK warten soll. Das ist nur, dass es ganz schlimm ist, das wusste ich dann. Realisiert habe ich das erstmal gar nicht. Das ist wie ein Film in Endlosschleife und ohne Werbepause. Es geht immer weiter und man weiß nicht, was da passiert und es läuft immer wieder das Gleiche ab, nur manche Umstände verändern sich, dass zum Beispiel da eine Blutlache größer wird und man weiß, ja klar, der Mensch ist jetzt tot und du sitzt aber da in dem Raum und weißt nicht, was passiert. Dann stand ich da drin mit
Schülern, die mich groß anguckten, weil sie ja eigentlich Abi schrieben und ich musste dann handeln. Und ja, Stifte weglegen. Na, Herr Bockel, wir schreiben Abi. Nee, es ist jetzt nicht so wichtig. Stifte weglegen. Es war noch lange nicht die Arbeitszeit rum. Und dann habe ich die versucht zu sammeln. Auch irgendwie aus dem Reflex raus, sodass die außerhalb dieser Schießzone drin waren. Zwischen den beiden Türen so ein Dreieck, habe ich mir so gedacht, wo ich sie alle hingelotst hatte. Funktionieren. Irgendwie. In den ersten Minuten handelt jeder intuitiv. Auch Hausmeister Uwe Pfotenhauer. Er rennt ins Sekretariat. Und als ich die Sekretariatstür öffnete, lag dann im Flur schon die Sekretärin. Bei der habe ich ganz kurz den Puls gefühlt. Und ich war damals der Meinung, dass sie zumindest auch noch Puls hatte. Bin im Vorbeigehen an der stellvertretenden Schulleiterin ihr Zimmer vorbeigekommen und habe dann gesehen, dass sie mit dem Kopf auf dem Tisch lag und das Blut praktisch an den Tisch runtertropfte. Bin von dort aus direkt ins Sekretariat, habe den Notruf abgesetzt und habe nach den Absetzen des Notrufes bin ich wieder zur Sekretärin, habe nochmal Puls gefühlt und habe das Sekretariat verlassen, um die Notärzte praktisch ins Haus zu holen. Es ist eigentlich so eine Mischung aus Leere und Angst und Unsicherheit und Hilflosigkeit. Völliges Ausgeliefertsein. Ja. Das war auch furchtbar unerträglich für mich. Ich war auch eigentlich überhaupt nicht sicher, ob ich da lebendig rauskomme. Also das war mir nicht klar. Und da hatte ich auch wirklich Todesangst und habe so wirklich bei mir durchgerastert mit allen Leuten, die ich kenne, ob ich mit allen im Reinen bin, ob ich da noch was offen habe, falls man sich nicht wieder sieht. Also die Gedanken gingen mir da oben schon durch den Kopf. Das war ganz schrecklich. Und schlimm war für mich, dann noch Schreie zu hören von einem Lehrer, der draußen im Gang lag. Eine Stunde, immer zweimal Hilfe, Hilfe. Und man sitzt da drin und kann nichts machen. Man weiß selber nicht, was mit einem los ist. Man ist in Todesangst, weil man da vor sich eine Leiche liegen hat. Man kann nicht raus. Man ist da gefangen. Und es ist einfach nur schlimm. Es dauert lange. Aus Minuten werden Stunden. Was Sie da drin nicht wissen, auch draußen ist das Chaos groß. Polizist Andreas Gorski war vor der Schule erschossen worden und seine Kollegen vermuten einen zweiten Täter im Gebäude. Etliche Schüler hatten von einem weiteren Mann berichtet. Die Polizei zögert und die Notärzte kommen nicht zu den Verletzten. Die Polizei lässt sie nicht durch. Es ist noch nicht einmal klar, wer da draußen den Einsatz leitet. In diesem Moment klingelte bei dem einen Kriminalbeamten das Handy. Der war also offenbar von seiner Leitstelle ein Notruf aus einer Schulklasse umgeleitet worden, wonach der dann inhaltsmäßig sagte, da müssen aber noch zwei Kinder schwer verletzt mit drinne sein und die versuchen jetzt gerade eine Wiederbelebung. Und da habe ich dann in den Raum geworfen, naja, wie ist es denn mit Anleitern zum Beispiel, wenn man da angeblich nicht rein darf. Und da hieß es dann, ach wissen Sie was, lassen Sie jetzt das SEK da arbeiten. Und da haben wir dann uns angeguckt und meine Kollegin sagte, naja Mensch, das ist aber wirklich ein bisschen heiß. Und ich habe gesagt, also irgendwas stimmt ja nicht. Ich sage, wo ist denn die gemeinsame Einsatzleitung? Und da kriegte ich dann die Antwort, ja, die gibt es in dem Sinne nicht. Und klar ist natürlich das große Fragezeichen, warum dauert das so verdammt lange? Dass da irgendwas in die Gänge kommt, dass man da oben sitzt und kriegt nichts mit und weiß nicht, was hier passiert. Das kann doch nicht sein. Das sind doch Spezialleute mit einer Spezialausbildung. Und mein Gott, verdammt, dann müssen sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Das ist ihr Job. Die Polizei war binnen Sekunden vor Ort. Die Polizei hat den Täter eigentlich auf dem Schulhof gestellt.
und hat sich dann einen Schusswechsel geliefert mit einem bitteren, mit einem für die Polizei und für alle eigentlich bitteren Ergebnis, klar. Aber ab dem Moment ist der Einsatz zusammengebrochen und das für mindestens anderthalb Stunden. 2 Monate nach der Tat stellt der damalige Innenminister seinen Abschlussbericht vor. Er wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet. Diese Form der Aufarbeitung wirkt wie ein zweites Trauma. Polizei und Politik winden sich bis heute. Hätte es anders laufen können? Ich habe mich damals sehr intensiv auch dieser Frage gewidmet, weil das in der Tat sowohl für die Angehörigen, aber auch für die Polizei eine sehr bedrängende Frage gewesen ist. Ich habe viel mit den Polizisten gesprochen, die dort im Einsatz waren, auch natürlich mit der Einsatzleitung. Ich habe mir den Film angeschaut. Den Tatortfilm angeschaut, um mir ein Bild zu machen. Und habe versucht, diese Frage zu beantworten, ob da hätte etwas besser gemacht werden können in der damals konkreten Situation. Also ich gehe davon aus, dass auf Ihre Frage hin zielend es mit den polizeilichen Kräften sicher möglich gewesen wäre, ein und oder mehreren Notärzten insoweit Schutz bzw. Feuerschutz zu geben, dass er an Verletzte und oder Tote herangekommen wäre. Wenn man zu Beginn des Einsatzes gewusst hätte, das ist hier ein Einzeltäter, der einen Amoklauf verursacht, dann wäre der Einsatz ganz anders gelaufen. Der Einsatz wäre vielleicht auch anders gelaufen, wenn nicht dieser Täter relativ zu Beginn des Einsatzes einen Polizisten erschossen hätte. Aber das sind alles Betrachtungen im Nachhinein, die, wenn man versucht, sich in die verschiedenen Rollen hineinzuversetzen, die dazu führen, dass ich damals gesagt habe, und dazu stehe ich auch noch heute, dass unter den damaligen Umständen und auch den Kenntnissen während des Einsatzes man verantwortungsvoll so handeln konnte. Ich sage nicht musste, aber man konnte so verantwortungsvoll handeln. Wie man es hätte besser machen müssen, das trainieren die Beamten heute. Gutenberg wird zur Blaupause. Erst danach lernt die Polizei, dass sie schnell zugreifen muss. Und wie wichtig die Betreuung der Angehörigen ist. Erik Langer irrt damals Stunden am Gymnasium herum. Er bekommt keine Informationen. Ich habe dann versucht, halt Birgit zu erreichen. Das hatte ich so auch schon probiert und habe sie dann dort gesucht, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht hat sie ihr Handy in der Schule gelassen oder irgendwas, und habe dann halt rumgefragt nach ihr und habe eigentlich keine Antworten bekommen. Also weder das, was passiert ist, noch danach, wo sie ist. Und ich hatte dann eine Lehrerin getroffen, die ich persönlich recht gut kannte, und die reagierte so ausweichend, dass mir klar war, irgendwas ist passiert. Und es hat dann dazu geführt, dass ich gedacht habe, naja, sie wird verletzt sein und jetzt fährst du die Krankenhäuser in Erfurt ab und dann wirst du sie schon finden. Und dann bin ich die Krankenhäuser abgefahren und habe festgestellt, dass also niemand in die Krankenhäuser verbracht worden ist. Dann bin ich wieder auf den Sportplatz rausgefahren und habe dort einen Polizisten getroffen, der in leitender Funktion dort war, und habe sehr auf den eingesprochen, bis der mir dann gesagt hat,
dass Birgit unter den Opfern ist. Ich bin dann, hab versucht nach Hause zu gehen und es fing an zu regnen. Ich habe dann irgendwo auf dem Weg dorthin auf einer Mauer gesessen und da eine ganze Weile verbracht. Und ich war abends mit Birgit eigentlich zum Kino verabredet und ich bin dann ins Kino gegangen. Ich bin, wo wir uns verabredet hatten, hingegangen und bin dann alleine in den Film gegangen. Leinwand flimmert, aber im Kopf läuft ein anderer Film. Für Erik Langer beginnt ein schwieriger Weg. Wie damit klarkommen, wie weiterleben? Also wenn man mit einem solchen Ereignis konfrontiert ist, dann bestehen immer zwei Möglichkeiten. Also wir können daran scheitern oder wir können erstmal bestehen, unter Umständen sogar daran wachsen. Und nach meiner Beobachtung scheitern die Menschen am ehesten, die also für sich den Weg einer Bewältigung wählen, der aber keine Bewältigung darstellt, nämlich Vermeidung. Also die für sich sagen, ich will mich damit nicht wirklich auseinandersetzen und ich versuche so meinen Weg weiterzugehen und lasse es mir nicht anmerken, was das mit mir gemacht hat oder ich nehme es auch erst gar nicht wahr. Erik Langer entscheidet sich für einen steinigen Weg. Der Rechtsanwalt taucht in die Akten, redet mit anderen Angehörigen bis zur Schmerzgrenze. Die Tat, der Tod seiner Frau, das Massaker von Erfurt wird zu seinem Lebensthema. Ich wollte wissen, was meiner Frau passiert ist. Und ich wollte natürlich auch wissen, hat sie gelitten? Und ich wollte auch wissen, hat sie eine Überlebenschance? Also es waren meine Antriebe. Und ich denke, dass es einfach so ist, dass das die Fragen sind, die grundsätzlich dazu gehören, dass man das psychologisch überhaupt aufarbeiten kann. Und ich kann das, also ich bin ja kein Psychologe, aber ich habe das bei allen gesehen. Es war bei fast allen derselbe Moment, dass gesagt wurde, ich möchte es unbedingt wissen, was passiert ist. Also was meinem Angehörigen konkret passiert ist. Und es hat dann dazu geführt, ich habe die Akte mir abgefordert, weil ich meine, das Vorlesen vom Ermittlungsergebnis konnte die Fragen gar nicht beantworten. Und habe dann, das war im Sommer 2002, diese Aktenberge gelesen und habe den Angehörigen gesagt, also die es interessierte, gesagt, okay, ich such die Antworten, die Zeugen gegeben haben und das, was die Akte hergibt für das jeweilige Opfer raus. Und dann informiere ich euch entsprechend. Erik Langer wird zum Anwalt der Angehörigen. Diese Aufgabe trägt ihn durch die Bewältigung. Doch der Preis ist hoch. Er bohrt nach, wo die Stadt vergessen will. Der Rechtsanwalt muss seine große Kanzlei aufgeben. Als dann klar war, ich gehe raus, ich stelle Fragen, ich werde unbequem, dann fing ich an, diese ganzen öffentlichen Mandate zu verlieren. Ich habe in den Straßen gemerkt, dass mich Leute gemieden haben. Es gab natürlich so eine Zeit, wo ich halt auch relativ häufig pressepräsent war. Ich habe mich dann schon ausgegrenzt gefühlt. Je tiefer er sich in die Details gräbt, umso mehr stößt er auf Ungereimtheiten. Eine der hartnäckigsten Thesen ist die vom zweiten Täter. Schätzungsweise denke ich, dass ich zwischen 30 und 40 Schüler habe, die sich mir gegenüber so geäußert haben oder mir gegenüber zwei unterschiedliche Täter beschrieben haben. Und es gibt vielleicht 6 oder 7, die zwei Täter gesehen haben wollen. Er war halt schwarz. Schwarze Maske, schwarze Hose, schwarze Strickjacke mit einem goldenen Stern. Die Maske, die Augen und der Mund waren frei. Er hat einen Riss in der Lippe.
Sie will unerkannt bleiben. Die junge Frau ist eine von denen, die sich nach dem Massaker von einem zweiten Täter regelrecht verfolgt fühlten. Die 6 Schüler, die einen zweiten mutmaßlichen Täter gesehen haben, haben diesen Täter unterschiedlich beschrieben. Das heißt, die Aussagen waren nicht konstant, was die Größe, die Bewaffnung und die Bekleidung des mutmaßlichen zweiten Täters anging. Hingegen wurde der handelnde Täter korrekt beschrieben, was Größe, Maskierung und Bewaffnung und Kleidung betraf. Intensiv wurde ermittelt, es gab Zwischenergebnisse und Abschlussberichte. Die These vom zweiten Täter hat sich in den vergangenen 10 Jahren nicht bestätigt. Also wenn das wirklich eindeutig geklärt ist, und ich sage mal, in Erfurt war es eindeutig geklärt, dass es keinen zweiten Täter dort gegeben hat, dann muss man das diesen Menschen sehr einfühlsam und genau psychologisch erklären, warum es bei ihnen zu dieser Wahrnehmung gekommen ist. Ja, also nachdem offenkundig mitgeteilt wurde, dass es nur einen Täter gab, habe ich natürlich sehr an mir gezweifelt, wusste nun nicht mehr, was ist Realität, was habe ich gesehen. Allerdings hatte ich auch Angst, weil ich davon überzeugt war, ich habe einen anderen Täter gesehen, woraufhin dann auch paranoide Gedanken kommen, er könnte mich finden, er würde mich verfolgen, da er noch lebt. Es gibt solche Phänomene, dass man in diesem immensen Stress einer Traumatisierung, dass die Wahrnehmung sich vollkommen verändert und dass man also da Dinge anders wahrnimmt, als sie in der Realität abgelaufen sind. Das hat nichts mit damit zu tun, dass diese Menschen psychisch nicht normal wären, dass sie verrückt wären oder so. Es gibt diese Phänomene einfach und das kann man ihnen erklären. Und da muss man ihnen jeden Druck und jede Schuld nehmen, dass sie das eben so wahrgenommen haben. Aber letztendlich müssen sie natürlich dazu kommen, auch das anzuerkennen, wie es wirklich war. Erfurt im Mai 2002. Die Stadt nimmt Abschied. Während einer großen Trauerfeier auf dem Erfurter Domplatz rücken die Betroffenen enger zusammen. Sich aneinander festhalten, es gemeinsam durchstehen. Unterstützung erfahren viele durch Eltern, aber auch durch die Pfarrgemeinde. So auch Emanuel Siegel. Der 15-Jährige ist damals in der 9. Klasse. Am Tag des Massakers vor der großen Pause wollen er und ein Klassenkamerad nochmal schnell zur Toilette. Er sieht den Mann nicht, der durch die verschlossene Tür schießt. Erst später realisiert er, wie knapp es war. Ich merkte ein Zucken in meinem Rucksack. Und irgendwie, warum genau, weiß ich auch nicht mehr, aber instinktiv sind wir dann wieder zurück in den zweiten Toilettenraum und sind dann dort hinter die Wand. Sein Vater arbeitet in der Nähe und hört die Nachrichten im Radio. Er kommt sofort zur Schule. Per Handy halten die beiden Kontakt. Ich glaube, es waren 2 Stunden oder was, die wir da in dieser Ungewissheit in dieser Toilette verbracht haben. Und irgendwann kam dann auch von meinem Papa dann die Nachricht, ja, es passiert jetzt was, wartet ab, die Polizei macht jetzt was. Aber es war gefühlt eine Ewigkeit. Ein Sondereinsatzkommando arbeitet sich durch die Schule. Ein Lehrer wird dabei zum Helden. Rainer Heise hatte den Täter zuvor in den Kunstvorbereitungsraum gestoßen und eingeschlossen. Daneben wartet Emanuel voller Angst und ahnt nicht, dass im Nebenraum der letzte Schuss fällt. Der Täter hat sich selbst gerichtet. Ich muss sagen, von meiner Gefühlswelt her hatte ich Glück. Also, dass so ein... Ich hatte jetzt zumindest nicht, wenn ich mich zurückerinnere, keine Albträume oder so. Ich habe das Ganze relativ gut verkraftet, gut verarbeitet. Sicher auch dann mit Hilfe unseres Pfarrers und auch den Glauben an Gott
Es war einfach so in dem Moment, dass eine schützende Hand über mir war und gesagt hat, nein, du noch nicht. So habe ich das irgendwie verstanden, so habe ich das aufgenommen. Und das war sicherlich auch ein wichtiger Faktor, um das Ganze zu verarbeiten. Emanuels Schulrucksack mit dem Einschussloch von damals haben seine Eltern aufbewahrt. Als Erinnerung an die schützende Hand über ihrem Sohn. Nach der Tat beginnt das große Fragen, wie viel Schuld trägt das Schulsystem? Hätte man den Täter abhalten können? Schrei nach Veränderung nennen die Schüler ihre Bewegung. Weniger Druck, mehr Zuwendung. Schule soll anders werden. Ist das heute der Anfang für eine Schule von unten, in der Lehrer und Schüler mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung den Schulalltag gestalten? Wenn man als Lehrer da rausgeht und hinterlässt so viele tote Kollegen in der Schule, ist es ganz schwierig, überhaupt erstmal Vertrauen in den Beruf zu fassen. Ging bei mir auch, dann gingen Fragen los, wie geht's weiter? Es war für mich nicht unbedingt klar in der ersten Zeit, ob ich weiter Lehrer sein kann. Das Vertrauen, das hatte ich zu meinen Schülern, aber das generelle Vertrauen zum Beruf, und das war tief erschüttert. Mathe, Physik, Geschichte, einfach weitermachen wie zuvor, das geht nicht mehr am Gutenberg-Gymnasium. Auch wenn die Sehnsucht groß ist nach einem Schulalltag. Die Direktorin Christiane Alt hat überlebt, will dem Täter nicht das letzte Wort überlassen und verteidigt ihre Schule. Die Kollegen und viele von denen, die damals damit angefangen haben mit mir zusammen, die sind am 26. dort gestorben. Und ich konnte das nicht zulassen, dass das noch mehr Verlust auf der passiert, als eh schon passiert war. Das war, glaube ich, eines der Motive, das mich getrieben hat, das zu versuchen, das weiterzumachen. Das Schulgebäude wird für 10 Millionen Euro komplett renoviert. Die Spuren, die der Täter hinterlassen hat, sollen getilgt werden, wenigstens optisch. Aber nicht nur das Gebäude muss umgebaut werden. Ein Neuanfang gegen den großen Vorwurf, das Schulsystem sei allein schuldig am Massaker von Erfurt. Gutenberg ist das große Ausrufezeichen, die Mahnung, den Einzelnen nicht aus dem Blick zu verlieren. Letztendlich verhindern wird man es nie können. Aber ich denke schon, wir können, wie gesagt, viel dafür tun, indem wir darauf achten, gerade in unserem Schulsystem, darauf achten, was ist mit dem einzelnen Schüler los, und dass wir das als eine gesellschaftliche Aufgabe ansehen in der Schule, diese Kinder und Jugendlichen auch aufzufangen und ihnen andere Perspektiven zu zeigen als diejenigen, die in der Gewalt enden. Auch für Pascal, den Schüler, der mit ansehen musste, wie seine Lehrerin starb, verändert sich die Perspektive. Er wollte eigentlich nach dem Abitur zur Bundeswehr Berufssoldat werden. Doch der 26. April gibt seinem Leben eine völlig neue Richtung. Tja, und dann kam der 26. und da war klar, niemals. Keine Waffe, nichts, was damit irgendwie was zu tun hat. Und das war einer der wenigen Aspekte, die ich dann auch versucht habe, ganz klar zu bedenken, und was alles auch ganz schnell bei mir ging, wo ich gesagt habe, na, es muss ja jetzt weitergehen. Und das steht an, Kriegsdienstverweigerungsantrag sofort. Und das habe ich innerhalb der ersten Woche gleich versucht, in die Wege zu leiten. Das einzige Bewusste, glaube ich, was ich in den zwei Wochen, die ich da im zeitlosen, schwerelosen Raum gelebt habe, bewusst gemacht habe. Aber mehr noch, Pascal hätte das Gymnasium eigentlich hinter sich gebracht, doch zum Zivildienst geht er zurück an seine alte Schule. Dort organisiert er eine große Ausstellung der Kondolenzbriefe aus aller Welt. Er liest jeden einzelnen. Dann bin ich jemand, der die brutale Konfrontation gesucht hat. Mit der Aufarbeitung, mit dem Gegenüberstellen dessen, was ich da erlebt habe.
Auch Lehrer Lutz Pockel steht nun an einer Kreuzung in seinem Leben. Wohin soll er gehen? Welche Richtung soll er einschlagen? Kann er als Lehrer einfach so weitermachen? Ich war mir nicht sicher, ob ich an der Schule bleiben möchte oder kann. Oder überhaupt rausgehe oder aus der Stadt weggehe. Weil das waren, die ganze Stadt hatte ja irgendwie so eine Aura über sich, die war ruhiger als sonst, habe ich alles empfunden. Es war eine sehr, sehr seltsame Stimmung da drin. Wir hatten das Glück, in diese Katastrophe zu geraten mit einer ziemlich guten Gemeinschaft. Und das, glaube ich, ist auch einer der Gründe, warum wir das überhaupt geschafft haben. Also wir hatten, bei aller Tragik hatten wir gute Voraussetzungen. Es war eine 11 Jahre entwickelte Schule. Wir hatten eine starke Elternschaft. Wir hatten, denke ich, ein Schulklima, was durchaus angetan war, auch solche Katastrophe auszuhalten. Sonst hätte das sicher nicht funktioniert. Ich habe mich dann immer weiter gedanklich wieder an die Schule angenähert, bis mir dann auch nach einer relativ kurzen Zeit klar war, ich bleibe schon mal da. Also es ist schon wohl wahrscheinlich die einzige Schule, wo ich mich aufgehoben fühle. Egal wie schwer die Zeit war, ich hätte dann sofort an eine andere Schule gehen können. Einige haben den Weg gesucht und hätte in einen ganz normalen Schulalltag eintauchen können. Aber wie hätte ich mich gefühlt? Ich wäre trotzdem noch der von draußen gewesen. Pascal Mauf entscheidet sich für einen überraschenden Berufswunsch. Ich glaube nicht, dass es mich ohne den 26. so schnell auch dahin getrieben hätte, Lehrer zu werden. Vorher hatte ich auch ganz irre Ideen, Volkswirtschaft oder sowas zu studieren, also was überhaupt nichts mit der Schule zu tun hat. Und dann ging es, wie gesagt, relativ schnell zum Lehramt. Und dann sage ich, ja, das macht Spaß. Und ich meine, was gibt es Schöneres, als mit jungen Menschen zu tun zu haben, die auch noch suchen, die viele Ideen haben und denen mit dem bisschen mehr Lebenserfahrung oder der anderen Lebenserfahrung zur Seite zu stehen, Ratschläge zu geben, die zu unterstützen, ein bisschen einfach auf ihrem Weg zu begleiten. Das ist eine ganz feine Sache. Man lebt mit diesem Schmerz und es ist ein ständiges damit umgehen. Also es ist nicht fokussiert auf irgendeinen Tag. Also das ist das, was man in Interviews ja ganz häufig gefragt wird, wenn dann Jahrestag ist oder irgend sowas. Und bei vielen schwappt das ja in diesen Tagen, die Jahrestage oder so, ganz besonders hoch. Und das habe ich persönlich überhaupt nicht, weil der Schmerz ist eher größer an ganz anderen Tagen, die ich ganz anders, also persönlicher definiere, als da. Aber man lebt halt einfach immer damit und kann trotzdem glücklich sein. Also ich sage ja, ich hab mein Leben funktioniert und es ist ausgesprochen gut. Erstens mal hatte ich die psychologische Betreuung, zweitens habe ich mich eigentlich ein bisschen selbst betreut, indem ich ganz einfach im Haus geblieben bin und mich immer wieder mit der Tatsache beschäftigt habe und immer wieder mit dem Tatort beschäftigt habe. Ich habe mich nach dem Ereignis ziemlich zurückgezogen, hatte so meine Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten, hatte auch einige psychische Erkrankungen entwickelt, weswegen ich oft in stationärer Behandlung war und bin im Moment auch voll erwerbsgemindert, nicht arbeitsfähig und bin nun in ambulanter Behandlung wegen des Ereignisses. Es ist auch bis heute, an diesem 26. April, es ist wie eine Art zweiter Geburtstag. Mein Papa schreibt mir auch ihnen also jedes Jahr eine SMS in Gedanken an diesen Tag.
sicher auch, wenn sich der Jahrestag nähert, befasst man oder setzt man sich auch selbst wieder damit mehr auseinander, als es so im täglichen Leben eigentlich ist, der Fall ist. Und ja, man denkt wieder dran, man denkt drüber nach. Und auch, also das auch nach 10 Jahren noch. Verletzte Seelen. Für die, die so etwas erleben mussten, hat sich die Welt verändert. Freunde und Familie sind ihnen viel wichtiger geworden. Wie schön ein ganz normaler Alltag trotz Stress und Ärger sein kann, können sie heute viel stärker empfinden, weil sie wissen, wie schnell man das alles verlieren kann. Von oben betrachtet bildet der Grundriss des Guttenberg-Gymnasiums heute ein Kreuz. Im Gedenken an diejenigen, die das Schulmassaker nicht überlebt haben. Wir legen Wert darauf, dass alle Kinder, die an diese Schule kommen, sich frei für die Schule entscheiden. Jeder muss wissen, an dieser Schule ist am 26. April 2002 das Massaker passiert. In den vergangenen